Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, eurem Sepp. Servus. Ja, wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben unsere Sachen vollgepackt. Jetzt wartet mal. Ich würde gerne den hier mitnehmen. Wir haben unser Inventar vollgepackt mit schöne Sachen für das Museum. Kriegen ja auch ein neues Rezept, einen gebackenen Fisch. Den nehmen wir doch gerne mit. So. Dann wächst hier auch schon unsere ersten Melönchen. Dank unseres fleißigen Gießens, was wir ja jeden Morgen machen dürfen. Tut mir leid, müssen wir durch. Wir können eh noch nicht los, weil auch der gute Museumsleiter noch nicht offen hat. Ach stimmt, wir haben ja. Ja, ich habe vorige Folge ja noch zusammengepackt, dann. Ah, wir laufen bestimmt nochmal hin. Jetzt nehmen wir mal das mit, was wir dabei haben. Mein Inventar ist voll. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir ja ein paar schöne Verschönerungssachen. Die Geode müssten wir ja gleich kriegen, die große offene. Dann muss ich auch öfters mal wieder meine Hacke mitnehmen. Vielleicht lohnt sich ja mal ein bisschen das ganze Gedöns zu sammeln. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Einzieht. Diesen einen Samen. Euch erklärt habe, dass man damit richtig viel Kohle machen kann, wenn da meine Farm mit dem Zeug läuft, mache ich euch zu dem Thema auch noch mal ein kleines Video, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das soweit ready ist, dass ihr da auch Spaß dran habt, euch das Video anzuschauen. So, wir laufen jetzt mal rüber, gucken mal spaßeshalber bei der Mission vorbei. Zahnfisch, ich angle nicht, prinzipiell. Aus Prinzip angle ich nicht. Weil ich es nicht kann. So, für alle, die sich gefragt haben, warum. Wir laufen jetzt mal darüber. Heißt, gibt es ja auch im Sommer. Ist keiner da. Kommt zurück, wenn jemand arbeitet. Ich glaube es ja nicht. Jetzt gehen wir erstmal die Bücher ab, die wir gefunden haben. Haben wir da oben auch noch was? Nee. Soweit alles abgegeben. Guten Tag, der Herr. Wir kennen uns noch nicht, aber ich möchte gerne Steine donaten. Weil ich so ein netter Mensch bin. Und hier ganz viele Edelsteine und alles habe, die ich nicht mehr benötige. So, das war's. Inventar ist auch wieder einigermaßen leer. Was möchte er uns denn jetzt dafür geben? Samen für den Frühling. Und Melonensamen. Hey, für das zweite Mal anbauen, sparen wir schon mal Geld. Warum nicht? Ist jetzt nicht die Welt, aber ich kann damit leben. Jetzt sind wir sowieso noch zu früh, ist egal. Ich laufe jetzt nochmal schnell zum Strand. Aber nee, das mit dem Strand lasse ich noch kurz. Meistens habe ich keinen Platz im Inventar. Muss ich auch noch ein bisschen was verticken. So, Durst offen. Prozessgeode. So. Mach das Ding mal leer. Was ist eigentlich hier los? Ja, dann kann ich denn. Sieht nur so aus, okay. Gold. Nix. Auf geht's. Kloppt das kaputt hier. Alles klar, müssen wir kurz spenden gehen, dass wir wieder Platz haben. Wie gut, dass das direkt nebeneinander ist. Sonst würde ich wahrscheinlich durchdrehen. So, hier. Mich wundern, ich mache das jetzt nicht irgendwie besonders schön. Das jetzt auch nicht. So nötig, sage ich jetzt mal. Kann man ja auch jederzeit wieder wegmachen und neu ansortieren. So, jetzt gucken wir mal schnell in den Shop. Ich möchte gern dir das hier verkaufen, das hier verkaufen, das hier verkaufen. Aquamarin haben wir ja schon. Der Rest gibt mir kein Geld bei dir. So, jetzt machen wir die zwei noch fertig. Gold möchte ich haben. Oh, schöne Steinchen. Ein Opal. So, jetzt dann noch die hier. Wovon wir auch mehr als genügend haben. Das ist halt die unterste Stufe.
Sind wir auch noch nicht. So, das haben wir schon. Ich hätte aber gerne ein bisschen Gold. Aber ich glaube, das finden wir in dem nicht. Ein Scheißhaufen. Juhu. Nichts habe ich mir mehr gewünscht als einen Scheißhaufen. So. Das geben wir jetzt auch nochmal schnell ab. Donate. So, dann machen wir mal hier die Reihe voll. Dann ist das hier auch fertig. Und mit dem fangen wir dann schon die nächste Reihe an. Okay. Dann klopfen wir mal die restlichen Geoden auf. Clay, wie toll. So, Steine zum Schluss. Warum auch nicht? Gehen wir noch den einen Stein kurz ab und gucken mal, was wir als Belohnung bekommen von dem guten Herrn. Erst nochmal Donaten. Das war den hier, gut. Und dann hätte ich gerne ganz viele Sachen. Starfruit Seed. Warum auch nicht? So, dann laufen wir mal schnell zum Strand. Nehmen dort noch ein paar Korallen mit. Drei Blätter haben wir noch frei. Vielleicht esse ich das hier auch einfach. Entschuldigung. Musste mal kurz meine Stimme wieder richten hier. Schrecklich, schrecklich. Gucken wir mal. Ich hätte gerne eine Rainbow Shell, die es hier am Strand zu finden gibt im Sommer. Sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich noch eine finde. Also öfters mal zum Strand gehen. Memo an mich. Der Strand ist auch noch da. Nehmen wir die noch mit. Echt hier, wenn ich das bei anderen Leuten sehe, wenn die hier an den Strand kommen, ist das meistens total vollgeklatscht und ich finde drei Sachen. Was ist denn das? Wo kommen wir denn dahin? Unmöglich. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal da hoch. Schön nach Hause. Vielleicht noch mal schnell durch den Wald ein Stückchen. Mein kleiner Racker da. Ah, okay. Könnte ich das skippen? Weiß, dass es stinkt. Das heißt auch nicht dran riechen. Mann, 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 Mann. Aber damit wir da reinkommen, müssen wir noch viel, 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 viel mehr spenden ans Museum. Ein Fröschchen. Eine Graswiese. So, wir haben das bekommen, das bekommen, das bekommen. Das können wir reinsortieren. Das haben wir schon. Mach mal das hier noch rein. Gold haben wir hier schon. Alles klar. Die Korallen verkaufen wir. Da oben haben wir doch die Seeds reingepackt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So, Mau. Dann packen wir das hier rein. Dann hier. Das möchten wir natürlich hier auch aufhängen. Den Stein packen wir mal da hin. Und hier noch ein kleines Bildchen. Und das machen wir mal darüber. Dann sieht das hier auch doch gleich schön, gleich noch viel schöner aus. So. Und weil es so schön ist, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Auch wenn es eigentlich total unnötig ist. Alles klar. Zack.
Geht mir doch Zeugs flöten. Finde ich gar nicht witzig. So, dann gehen wir mal pennen. Wir könnten zwar noch in die Mine gehen, aber wen juckt das schon? House of Queen haben wir schon angeguckt, ne? Das war der Backfisch. Alles klar, dann lasst mal eine Runde schlafen gehen. Lohnt sich ja gar nicht, die scheiß Korallen hier. Das ist halt total für die Kasse. Living on the land. Was willst du mir erzählen? Now get out and then plant some corn. Anscheinend, wenn wir jetzt Korn anpflanzen, ist es besonders gut. So. Water. Oh, eine Wolke. Eine Wolke. Könnte eigentlich mal wieder diese gute Fee kommen. Und mir mal ein bisschen helfen. Bei dem Tuten hier. Tuten und Blasen. Ach so, was ich vielleicht nochmal erwähnen sollte, so nebenbei, während ich hier am Gießen bin. Auch zu dem Thema der also zu den Sachen, die in den Kommentaren zum Teil kamen. Dass so wie ich das hier mache, eigentlich nur so ein Speed-Let's Play sein soll. Wer das in der ersten Folge nicht verstanden hat, weil meine Stimme so leise war. Ich gehe häufig auch gerne mal gleich direkt schlafen, nur damit ich schneller durchkomme und euch das halt mit dem Geld zeigen kann. Und gehe dann nicht los und buddle noch Würmer aus oder gehe irgendwelche Wildsachen sammeln oder dergleichen. Das könnt ihr natürlich machen. Dafür ist ja das Spiel auch gedacht, dass man das macht. Ich habe allerdings ja auch noch einen großen Spielstand, womit ich dann immer meine Tipps, Tricks, Videos und solches Gedönse mache. Bei dem ich das schon mehr zu Genüge gemacht habe und ich deswegen halt auch einfach diesen Elan nicht mehr finde, das alles nochmal zu machen. Aber nehmt das jetzt halt nicht als Vorbild oder als Ernst. Geht selber hin und schaut, dass ihr das ordentlich macht. Alles mitnehmt, was ihr könnt, die Tage voll ausnutzt, dann habt ihr auch weniger Probleme. Ihr seht ja, häufiger habe ich ja hier auch mal Zeit. Und also schönes, machen wir gleich den nächsten Tag. So, da ist nix. Alles klar. Wir gießen den Boden. Pepper ist wieder eine fertig. Tomaten müssen auch bald fertig sein. Vielleicht muss ich auch noch Korn anpflanzen nächstes Jahr. Schauen wir mal. Ja, kein Wasser. Wer hätte es gedacht? So, da. Dann nehmen wir die noch mit. Die gute. Die gute Dings da. So, dann werfen wir das da rein. Das sind meine goldenen gesammelten Sachen. Na gut. Weil es so schön war, hauen wir uns noch den nächsten Tag rein. Dann ist es so, als hätten wir zwei Folgen in einer. Keine Lust, jedes Mal in die Mine zu gehen. Das könnt ihr natürlich machen. Buddeln gehen, Regenwürmer ausbuddeln gehen, wie ihr das wollt. Macht es auf jeden Fall, ist wichtig. Ich habe keine Lust. Das Omelett hatte ich schon. Alles klar. Gut, die sind noch nicht fertig. Sieht so aus, aber ist noch nicht. Ja.
Ew, make sure, bring some good things, ja. Das machen wir auch. Ich gehe sicher, dass wir ein paar leckere Sachen mitbringen. Gießen das hier alles nochmal. Gießen wir das hier noch fertig. Zack, zack, zack. Dann gibt es lecker Melünchen demnächst. Vielleicht gibt es auch eine Riesenmelone. Wer weiß, wer weiß. Oh, das gießt sich alles noch von alleine. Sieht auch noch gut aus. Nix wächst zu nahe ran. Bisschen Platz machen hier. Also, dass hier nichts überwuchert. So. Hallo. Noch nichts drin. Noch nichts passiert. Wie sollte es auch anders sein? Wir hacken jetzt noch ein bisschen Holz. Weil, so viel ich weiß, haben wir hier jetzt nochmal. Das brauchen wir noch, gell? Ach, vielleicht gehen wir jetzt noch schnell in die Mine und suchen das. Dann können wir vielleicht auch schon gleich das Minecart uns holen, mit dem wir natürlich viel schneller durch die Gegend flitzen können, was extrem praktisch ist. Gar keine Frage. Wundert mich ja direkt, dass ich Level 80 gekommen bin in der Mine und das nicht mitgenommen habe. Aber ich habe, glaube ich, das für unwichtig erachtet in diesem Moment. Und deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Ganz einfach. Ganz einfach und ehrlich. Der steht ja schon wieder da oben und klotzt runter. Unglaublich. So. Einfach mal, weil ich denke, ich kann's. Gucken wir mal hier. 40. Ob wir hier gleich was finden. Nein, finden wir nicht. Wir nehmen mal noch das Eisen mit. Nicht, dass wir dann so viel Gold haben und kein Eisen mehr inzwischen ist. Oh ja. 15 bis 24 Schaden. Ja, gucken wir mal, was das so anstellen kann, ne? Ist dafür, glaube ich, langsamer als das Schwert. Oh. 12 bis 25. Minus 2 Speed dafür Defense. Das hat plus Speed. Das ist dafür 4. Das ist Level 2, Level 5. Eigentlich ist das Forest Schwert schon das bessere. Na, wir gucken mal. Mit dem anderen haben wir auch mehr Range. Oh Mann. Bär ich mich hier selber in die ganze Zeit. Bällchenbart, ich höre Bällchenbart. Yeah. Will ich aber nicht. So, lassen. Ich gehe mal hier hin. So, dafür ist das natürlich gut. So, hier klopfen wir mal alles auf. Gucken mal, hier müsste doch normalerweise immer so Kristalle geben. Sag mal. Achso, da war ein Stein dazwischen. Ach, wo ist denn jetzt so ein blöder Erdkristall? Du willst mir auch keinen Tropfen, das war ja klar. Wo sind wir denn? 22.
Nehmen wir mal das Kupfer mit. Durch diese neue Fähigkeit droppen das ja auch mehr Kupfer jetzt. Ah, ich komme auch so durch. Das ist ja nett. Jetzt so einen blöden Kristall haben. Was ist denn da eigentlich los? Sonst kriegst du die Inventar geworfen. Und hier? Jetzt so ein Scheiß. Hier sehe ich nichts. Wie soll ich denn sowas finden? Auch holen wir uns noch mal ein bisschen Gold. Oh, interessant. Die Kiste nehmen wir mit, ein Rubin. Die Kiste nehmen wir mit. Ist nichts drin. Da wohl so einen blöden Erdkristall finden können. Unmöglich. Echt. Gehen wir nochmal. Ach, das war das Dunkle, ne? Aber wir machen es mal ganz einfach. Gehen wir auf Level 10. Gucken mal, ob sie irgendwo einen hat. Die liegen ja meistens rum. Brauchen wir nicht. Mann, Mann, Mann. Finde ich auch schade, dass die Cards dann immer wieder leer sind. Aber klar, wird dann immer wieder in das eine Level reingehen und die Kohle sammeln gehen. In solchen Level hat es doch normalerweise welche. Next. Und hier unten ist auch keiner, aber dafür ein Quarz, den nehmen wir noch mit. Nein, nicht. Mach doch sowas nicht. Doch voll doof. Und dieser Erdkristall jetzt. Mensch. So. Down, down. Down, down. Bam. Und nochmal. Und alle weg. Und kein Erdkristall. Tschüss. Na gut, egal. Ich laufe jetzt nach Hause. Vielleicht hole ich mir unterwegs noch ein paar Steine. Für euch ist das das Ende dieser Folge. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Selberdaddeln. Ich bin raus, euer Sepp. Ciao, ciao.